Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir weiterhin unsere lieben Gelehrten hier hinten ausgebaut und haben dadurch auch ein bisschen was freigeschaltet. Wir haben neue Bedürfnisse freigeschaltet, wie die Melonen und die Marsanzüge. Und wie ihr jetzt gerade schon seht, haben wir zwischen den Folgen jetzt die 500 Gelehrten in der Bevölkerung überschritten und können jetzt Forschungspunkte bis 2000 sammeln. Das bedeutet wiederum, bis zur nächsten Erhöhung brauchen wir noch 60 weitere Gelehrte, die wir jetzt gerade hier nicht über Elektrizität freischalten können. Die können wir erst recht nicht über Hibiskustee, also über Zufriedenheit oder über die Melonen generieren, sondern wir werden weitere Häuser brauchen. Und das bedeutet für uns, wir brauchen eine neue bahnbrechende Entdeckung für weitere Häuser. Damit wir das kriegen, gehen wir aber mal kurz hier hin und werden mal ein paar von unseren Karten verkaufen. Aber wir wollen natürlich nur 500, ne? Mehr als 500 brauchen wir jetzt nicht. So, machen wir das direkt. Und mit Benten nicht Angriffspakt machen wir auch nochmal. Jetzt haben wir die 2000 nämlich voll und können hier direkt wieder in die bahnbrechende Erfindungsforschung gehen und uns weitere Häuser freischalten. Entwickeln wir das Ganze mal und haben hier auch 10.000 zugewiesen. Und dann brauchen wir für das Ganze auch nur 10 Minütchen. Das ist natürlich eine coole Sache. Vielen Dank für den Tipp in den Kommentaren. Das hätte ich wahrscheinlich wirklich einfach übersehen. So, Elektrizität wird mit eins der nächsten. Bis wir hier unten beim Meeresfrüchte-Eintopf sind, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Und bis wir bei den Telefonen sind, sowieso, genauso wie beim Funkturm. Der Hibiskus-Tee schaltet sich dann aber auch bald schon frei. Vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen schauen, dass wir uns ein bisschen nach ein bisschen mehr Hibiskustee umschauen. Ich glaube, Hibiskus bauen wir hier drüben an, korrekt? Das ist Indigo, Gewürze. Bauen wir nicht? Bauen wir Hibiskus hier an? Warte mal, wo ist die Farm? Hier, Hibiskus, wir bauen Hibiskus hier an, okay. Das hatte ich dann wohl einfach falsch im Kopf, dass wir Hibiskus woanders anbauen. Okay. Aber hier sehen wir jetzt gerade, Teff ist voll. Lager ist voll. Krass. Okay, das ist natürlich immens. Ich würde sagen, wir sorgen einfach nochmal für eine Lagererweiterung hier. Dass wir hier einfach mal noch ein bisschen mehr produzieren können. An Teff. Schadet uns ja jetzt auch gerade nicht. Ne? Hier, das kostet uns ja immer nur 10 Wanzerholzbretter. Und davon haben wir ja jetzt wirklich mal ordentlich was. Es könnte sein, dass wir das später nochmal abreißen müssen, um weitere Hafengebäude zu bauen. Könnte gut sein, könnte ich mir vorstellen. Müssen wir einfach mal schauen. Aber es ist ja jetzt auch nichts super Teures, was wir jetzt gerade uns gegönnt haben. Aber jetzt haben wir ordentlich, ordentlich weiteren Lagerplatz. Und hier, das gefällt mir noch nicht, ne? Da jetzt irgendwie Wasser reinzulegen, wird schwer. Ich würde sagen, wir ignorieren das fast sogar und sagen, wir werden jetzt das Wasser erstmal hauptsächlich eben hier weiter langlegen und dann hier rüber und dann wieder rum hier rüber. Moment, bin gerade ein bisschen unsicher, wo jetzt gerade noch abgedeckt ist. Ne, wir müssen auf jeden Fall noch einen darüber, damit wir dann hier alles abdecken. Schön bis hier oben. Können wir... Nee, so wäre dann wiederum alles abgedeckt. Und dann gilt hier Ähnliches, wobei wir hier einen jetzt missen würden. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen den Platz natürlich auch gut nutzen hier. Und deshalb führen wir bis hierhin. Wir werden dann hier so ein bisschen rüberführen und hier einmal in die Richtung und hier ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen mehr sogar, wenn ich das gerade sehe. Ist das wert? Das ist, glaube ich, nicht wert. Den kleinen Teil, im Zweifelsfall versorgen wir den lieber von hier aus. Ja, so ist besser, als es eben war. So, jetzt haben wir hier noch einen kleinen Teil, der nicht versorgt ist. Das machen wir aber relativ schnell, indem wir hier einfach ein bisschen was Wasser providen. Und dann haben wir jetzt hier eine schöne Fläche, die wir ausnutzen können. Hier haben wir ein bisschen was
Unnutzbares für Felder. Es wäre natürlich optimal, wenn man hier jetzt irgendwie eine Farm reinbauen könnte. Das dürfte sich aber als sehr, sehr schwer gestalten. So, ich habe mir zwischen den Folgen nicht das Menü hingelegt. Machen wir es doch kurz mal in der Folge. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht, vor zwei Folgen oder so. Meine ich, hätte ich das schon mal gemacht. So, Kamerapositionen, alle Gruppen auswählen. Ich meine, das war weit unten. Steuerung W haben wir Lagerstatistik. Produktionsstatistikmenü. Legen wir es uns wieder auf den guten alten Hashtag. Auf die Raute. Sehr schön. Hier sind wir sogar schon in der Unterproduktion für Hibiskus-Tee. Wie schaut es denn mit Hibiskus aus? Hibiskusblüten produzieren wir aber noch genug. Das wird aber nicht mehr der Fall sein, sobald hier ein bisschen was rankommt. Das bedeutet, also erstmal würde ich gerne hier noch eine Leinenweberei, glaube ich, wieder abreißen, weil damit soll es mittlerweile ohne Probleme ganz gut gehen. Tatsächlich eigentlich nicht. Da geht noch was. Lassen wir noch eine Leinenweberei stehen. Und ich würde sagen, wir stellen mal noch, wir lassen mal zwei weitere Hibiskus-Tee-Produktionen sich dazu gesellen. Und hier machen wir es dann tatsächlich doch so, dass wir dann hier reingehen, weil mit dem Hibiskus-Tee, mit der Teewürzerei, passt das eigentlich ziemlich schön hier rein. Gefällt mir. Und hier wird gesagt, keine Leinsamen, die müssen aber wahrscheinlich einfach nur noch geliefert werden. Ja, alles gut damit. Aber das bedeutet jetzt natürlich auch, wir brauchen mehr, also wir haben mehr Teewürzereien, das heißt, wir brauchen mehr Hibiskusblüten. Und zwar 2 pro Minute. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine weitere von denen hier. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus aufbauen. Ah, guck mal, wir dürfen weitere Wohnhäuser errichten. Da hüpfen wir doch direkt mal rüber und werden weitere Wohnhäuser errichten. So. Ah, Moment. Ich muss es noch abholen hier, ne? Im Forschungsinstitut. Jawohl. Ich muss die akzeptieren. Das könnte man vielleicht auch noch über so ein Menü, wie es mittlerweile auch bei den Bewohnern ist, machen. Weil ich glaube, sonst könnte es auf Dauer ziemlich nervig werden. Aber damit dürften wir jetzt wieder gut voranschreiten und die nächste Limiterhöhung direkt freischalten, ohne Probleme. Das sollte eigentlich klar gehen. Aber wir werden noch lange nicht an die 1000 drankommen, was ja auch erstmal bedeutet, weiter entspannt bleiben für uns. So, und dann heißt es jetzt eigentlich hier weiter ranbauen an den Tankhof, ne? Der hat ein volles Warenlager auch noch. Eigentlich gut. Müssen wir jetzt nur auch mal planen dann, wie wir damit jetzt weiterverfahren wollen. Denn wir müssen ja hier auf jeden Fall dann mit einer Straße noch raus. Wir könnten ja einfach mal machen, dass wir hier das so machen. Und dann hier quasi eine Straße einplanen. Moment, so funktioniert es aber nicht. Sondern wir müssen es natürlich einmal umdrehen. Und dann können wir hier unser Hibiskusfeld nehmen und können hier nach unten gut auffüllen. Das wäre sogar zu viel. Das heißt, wir gehen erstmal nur zweispurig hier runter. Und hier, das bleibt halt Ödland. Da machen wir nichts gegen. So, wir wollen nur auf grünem Boden bleiben. Und dann werden wir hier unten damit jetzt unser Hibiskusfeld dann voll machen. Und das läuft ja wie zwei, ne? Wie drei, oder? Durch unseren Treibstoff. Was natürlich für uns super ist. Aber wir haben ein bisschen Bauernnot. Hürdennot. Das sind ja keine Bauern, sind Hürden. Die werden wir nochmal ein bisschen erweitern müssen. Hier auf Taburime. Und vielleicht sollten wir hier auch schon mal wieder ein bisschen größer planen. Wobei wir hier mit dem Wasser natürlich auch noch was anfangen könnten, ne? Was dann hier irgendwie lang geht. Denn wir haben ja noch gut was frei an Wasserplatz. Wir könnten hier einfach so eine grüne Allee reinziehen, einfach weil wir es können. Aber ich muss sagen, habe ich nicht klug platziert. Theoretisch sollten wir zumindest mal die hier nochmal umplatzieren. Das würde mehr Sinn machen. Klicken Sie auf idyllisches Eiland. Famos, mit den neu gewonnenen Erkenntnissen können wir nun mit der Reproduktion starten. Hups. Spenden Sie an die Wissenschaft Encyclopedia Universalis.
Dann sollen wir ein beliebiges Ei. Okay, dadurch wird uns das Spiel nochmal ein bisschen weiter erklärt. Sehr schön. Checken wir mal kurz am Cup zwischen. Wir können mittlerweile jetzt 3000 machen. 3000 Forschungspunkte. Und mit 700 Gelehrten schalten wir direkt das nächste frei. Könnten wir sogar noch erreichen, würde ich mal sagen. Ja, das machen wir locker. Machen wir ohne Probleme. Okay, das heißt nur, die erste Stufe war so kritisch, sage ich mal. Und danach geht es eigentlich ganz gut weiter. Aber wir brauchen die 3000 jetzt auch, damit wir hier weitere Häuser dann herstellen können. Und jetzt ist es ja eigentlich so, jedes Item, was man nimmt, ist Forschungspunkte wert. Das heißt, du solltest nie ein Item irgendwie weggeben. Auch spannend, dass sie sich dafür entschieden haben, die wirklich immer nützlich zu machen. So, wenn wir das jetzt umstrukturieren wollen, dann muss das Land, also das Dorf muss eigentlich weggezogen werden von dem Fruchtbaren hier, weil hier können wir noch Felder nutzen. Und vor allem können wir hier auch noch Kanäle legen und können dann wiederum hier noch Felder nutzen. Wie ist das denn mit unserem Ölhafen? Dann müssten wir, also wir könnten ja überlegen, hier auch noch ein bisschen zu boosten. Da müssten wir uns natürlich hier irgendwie rausnehmen, hier nochmal einen lang zu führen. Eine Schiene bis darüber. Aber also erlauben könnten wir es uns auf jeden Fall. Wir könnten natürlich auch sagen, dass wir unsere hier noch eine Wasserproduktion bauen und hier dann auf jeden Fall noch einen machen. Ich denke, das steht außer Frage, dass wir das noch machen werden, um hier quasi weiter auszubauen. Wo ist Amun? Sie sind wie eine Familie. Oh nein, wo ist Amun? Man hütet die Schafe, schaut ihn beim Aufwachsen zu. Beim brennenden Busch, lul. Amun ist mein Lieblingsschaf. Er wurde von seiner Mutter verstoßen, also zog ich ihn selbst auf. Da ist er. Achso, haben wir jetzt schon erledigt, alles klar. Gut, so, jetzt müssen wir mal kurz ein paar Gedanken machen, wie wir hier diese Insel strukturieren wollen. Okay, ihr geht mir zu sehr auf den Senkel mit den ganzen Quests. Dabei habe ich nicht mal auf dreifache Geschwindigkeit jetzt gerade. So, hier haben wir ein Lagerhausproblem. Das heißt, wir kommen dann nicht drum rum, vielleicht einfach dieses Lagerhaus hier nochmal umzusetzen und dann auch noch hoch zu boosten, dass es jetzt auch noch unterstützen kann. Vor allem wird es ja nicht besser, wenn wir hier jetzt noch weiter erweitern. Wie dann zum Beispiel, hier bräuchten wir auf jeden Fall auch nochmal ein Lagerhaus. Und wir müssen trotzdem noch mit dem Weg dran vorbei. Das heißt, hier wäre dann wieder ein Lagerhaus angebracht, weil wir dann mit dem Weg noch dran vorbeikommen und auf der anderen Seite noch mit einer Farm ausfüllen können. Das heißt, hier wäre quasi Lagerhauszeit. Dann würde es hier einmal rumgehen und dann, keine Ahnung, hier irgendwie weiter, um weitere anzuschließen. Irgendwie so. Ist jetzt erstmal nur ein Entwurf. So. Hier haben wir noch eine Lagerhalle. Was haben wir hier? Hier haben wir Sangha-Farmen. Die sollte man ja vielleicht auch eher in so ein quadratisches Format bringen. Und nicht so, also da stehen sie jetzt relativ random rum. Oder man sagt einfach, man lässt die da, aber dann baut man noch Felder drumrum. Vielleicht ist das auch der richtige Weg. Bin mir noch nicht ganz sicher, mit was für einem, also was dafür jetzt alles optimal ist. Naja, wir brauchen hierfür ein Kloster und ein Podium in der Nähe. Podien haben wir, glaube ich, überall. Kloster haben wir ja auch noch. Ich würde aber sagen, wir gehen halt jetzt wirklich hier erstmal Richtung Rand damit. Das heißt, wir brauchen hier vielleicht nochmal ein Klösterchen oder so, irgendwie in die Richtung. Dann würde ich sagen, versetzen wir jetzt erstmal unsere Ältesten hier rüber und machen da oben jetzt wirklich Platz, dass wir da noch ein bisschen Landwirtschaft dran setzen können. So, guck mal, das passt doch eigentlich ganz gut hier, so ein Fünferblock. Dann geht das auch fast bis zum Berg und dadurch verschwenden wir dann möglichst wenig Platz. Hier können wir auch noch Gelehrte dran setzen. Und wenn wir hier sogar noch die Straße abreißen, dann geht hier sogar noch eine Reihe an Häusern mehr rein. So. Und die Gelehrten. Ach, das sind ja gar keine Gelehrten. Habe ich Gelehrte gesagt? Wenn ich Gelehrte gesagt habe, entschuldige ich mich. Die Ältesten natürlich. Die Ältesten wollen natürlich auch angeschlossen sein an das Leben hier in der Stadt. Deshalb kriegen die auch Straßen hier hin.
Und wir setzen ihnen aber nochmal ein bisschen Pöbel damit rein, damit die Ältesten nicht abgehoben werden. Wobei die mir jetzt auch relativ auf dem Boden geblieben wirken. Also nicht so, als wären sie jetzt irgendwie von sich sehr, sehr überzeugt oder zu sehr von sich überzeugt. Sagen wir es so. Ich hoffe mal, dass sie schon von sich selbst überzeugt sind. Aber ich hoffe, sie sind nicht zu sehr von sich überzeugt. Okay. Seitlich passt das Ganze nicht so nice rein. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt so hochkant erstmal. Dann kommen hier noch zwei weitere ran. Und dann machen wir hier einmal rum. Dann haben wir hier nochmal ein cooles Kloster drin. Und können hier weitere Häuser versetzen. Die hier hätten wir jetzt nicht unbedingt versetzen müssen. Hätten wir auch einfach abreißen können, ne? Haben wir jetzt trotzdem gemacht, weil wir es können. So, und das bedeutet dann aber auch, dass wir das hier anders setzen können. Warte mal, setzen wir das erstmal einmal weg und dann gucken wir mal, wo wieder Bedarf ist. Hier drüben ist wieder Bedarf, ja. Oh, und ich sehe gerade, dass die hier nicht angeschlossen sind. Das ist natürlich schlecht. Und vor allem die Polizeiwache hier. Ich weiß nicht, ob wir die einfach wegsetzen können, ohne dass es da vielleicht zu Ärger kommt. So, die beiden schließen wir erstmal an. Dann kriegen wir hier auch noch ein schönes weiteres Häuschen rein. Polizei ist so immer noch ordentlich abgedeckt, ja. Ja, alles super abgedeckt, sehr schön. Die Feuerwehr können wir auch ein bisschen rausziehen jetzt. Ein bisschen mehr Richtung Stadt. Muss natürlich auch der Wasserkanal ein bisschen länger werden, aber das ist ja kein Problem. Und dann möchte ich gerne hier an dieses Durcheinander mal ran. Also das hier ist ja jetzt wirklich ein Durcheinander. So. Hier führen wir jetzt mal eine Straße runter. Was tust du? Okay, warte mal. Einmal so, einmal so. Dann bist du angeschlossen. Dich werden wir aber gleich wahrscheinlich nochmal umsetzen. Hier haben wir auch noch eine Polizeiwache. Brauchen wir hier den Markt? Die Frage ist wirklich, brauchen wir den? Sind die hier angeschlossen? Reicht das? Nein. Also nicht gut angeschlossen, sagen wir es so. Wir wollen natürlich, dass unsere Leute auch happy sind. Ich hoffe mal, jetzt seid ihr... Du bist ja so der Äußerste jetzt. Ja, du hast jetzt nur eine gute Verbindung. Versorgung stabil, gut. Könnten wir die natürlich auch nochmal umsetzen. Machen wir einfach gerade hier Platz, so multiple Gebäude zu versetzen. Das wäre doch auch nochmal was, dass man sagen kann, hallo, irgendwie ich markiere jetzt mehrere Gebäude und möchte die alle gleichzeitig versetzen. Das würde natürlich auch diese Einzelarbeit hier jetzt nochmal an den Städten kaputt machen, könnte man auch sagen. Also, dass man es einfach nicht mehr machen muss, ne? Ich persönlich fände das aber irgendwie ganz angenehm. Und es ist natürlich jetzt auch nicht so smart von mir, Krankenhäuser so am Rand der Stadt zu haben, ne? Da gibt es auf jeden Fall Klügeres. Genau dasselbe gilt für die Polizeistation. Vielleicht nehmen wir hier die zwei Hirten raus und setzen die Polizeistation mal da rein. Kriegen wir die irgendwie gut hier rein? Ja, so ist doch ganz nett. Und dann gibt es hier nochmal Wege drumherum zusätzlich. Dann ist das auch schon mal wieder erledigt. Okay, gucken wir doch noch mal kurz. Oh, ich sehe gerade schon, wir laufen hier schon auf die 5000 Forschungspunkte zu. Aber die brauchen wir jetzt gar nicht mehr, um noch weiter zu erforschen, ne? Wir können eigentlich hier direkt wieder anfangen, weiter bahnbrechende Entdeckungen zu erforschen. 3000 brauchen wir, die haben wir ja. Und 10.000 Ingenieure sind am Arbeiten, wunderbar. Ja. Können wir anpassen, sagt er uns. Ja, weiß ich. Aber wieso brauche ich Ingenieursarbeitskräfte im Forschungsinstitut? Wäre doch irgendwie sinnvoller, wenn man da Gelehrte braucht. Aber gut, Gelehrte brauchst du für nichts anderes, ne? Ja, okay. Ich verstehe das. Ich verstehe, warum das Gameplay technisch so gelöst wurde. So. Stickereien. Brauche ich euch. Hier brauche ich euch nicht. Da haben wir auch noch eine Leinenweberei mit drin stehen. Aber da würde ich eher sagen, wir nehmen hier die Ziegenfarm und setzen das alles darüber. Perspektivisch wirst du hier drüben stehen. Kriege ich dich jetzt hier irgendwo dran gesetzt, dass du nicht alles irgendwie verlierst, sondern einfach weitermachst?
Nee, ne? Oh doch, so. Guck mal. Ist jetzt natürlich erstmal nur provisorisch, ne? Überhaupt nicht geplant für die Zukunft. Aber dann können wir uns... Ach nee, ich glaube, den brauchten wir sogar. Aber hier, das können wir uns sparen. Aber ich nehme mal an, dass das hier jetzt in die Richtung noch versorgt. Und dass es sonst kritisch wird. Schauen wir mal kurz. Können wir uns das hier anzeigen? Jo, so sieht's aus. Sonst ist hier das... hier die Hibiskus-Farm nicht mehr richtig angeschlossen. Wobei wir uns hier auch noch welche sparen können, sehe ich gerade. 9 Stück. Waren das jetzt 9 Stück? Aber die ist natürlich auch noch nicht mit einem Traktor versorgt. Ne? Das heißt, eigentlich hat die keine wirkliche Zukunft, so weiter zu existieren. Vielleicht sollten wir überlegen, die hier tatsächlich auch zu verlagern. Wir dürften ja mittlerweile gut im Plus sein, was die Hibiskusproduktion angeht. Ja, wir könnten die auch abreißen und wären trotzdem noch im Plus. Nehmen wir sie raus. Jetzt sind wir mal ein bisschen radikaler hier. Ja, und wir sind immer noch dick im Plus damit. So, das bedeutet auch, wir können hier die Feuerwehr wiederum anpassen. Die Feuerwehr kommt hier aber schon nicht mehr überall ran. Das ist schlecht. Was wir machen könnten, ist hier natürlich auch noch Anbaugebiet. Dann würde es aber wiederum heißen, ja, aber ich glaube, hier wäre es tatsächlich noch mit am besten, wenn wir hier noch anbauen würden, verschiedene Sachen. Und dann hier vielleicht so ein bisschen lang führen nur den Weg. Jetzt machen wir hier aber eine Riesenumstrukturierung draus. Ich wollte es gar nicht so groß machen, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen. Weil dann könnte man nämlich auch sagen, okay, wir nehmen hier die raus und ziehen hier eine schnellere Verbindung. Das heißt, hier können wir besser auffüllen, weil wir die Wasserlieferung auch anders machen können. Huh. Da ergibt sich jetzt ganz schön viel aus. Ich mache mal ein bisschen was. Hier bauen wir auf jeden Fall mal noch aus, damit wir hier eine sicherere Lagersituation haben, weil wir haben das Zeug ja, um die auszubauen. Hier haben wir auch noch mittendrin so eine Ziegenfarm stehen, auch schön. So, aber die Stickereien waren ja auch mit Antriebsgrund jetzt gerade, um da mal ein bisschen zu schauen. Und die würde ich auch jetzt mal umstellen, weil die machen da nicht so viel Sinn. Weil das ist wirklich in der Nähe von Fruchtbarem auch schon wieder. Und ich würde hier zur Sicherheit schon mal wieder ein weiteres Lagerhaus mit einbauen. Und dann mal schauen, was kriegen wir da? Kriegen wir doch bestimmt hier das Ding noch rein, oder? Ja, guck mal, perfekt. Als hätte es jemand geplant. Hat aber keiner geplant. Aber als hätten wir es geplant. Okay, hier dieses Lagerhaus ist jetzt noch für diese 2 Flachsfarmen da. Wie viel Flachs produzieren wir? Wir produzieren tatsächlich gerade mal so Leinsamen, wie wir es brauchen. Das bedeutet eigentlich, wir brauchen noch eine weitere Flachsfarm. Und ich realisiere gerade, dass das hier jetzt nicht mehr so gebraucht wird. 4 können wir abreißen, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach eine von diesen Flachsfarmen und verschieben die mal. Was? Ach, da ist nicht mehr fruchtbar jetzt. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, warte mal. Dann gehen wir es ein bisschen anders an. So nämlich. Dann kommen wir mit dem Wasser hier noch einen ran. Das reicht aber nicht. Wir müssen bis da. Das ist schlecht. Das gefällt mir nicht. Okay, vielleicht müssen wir uns hier nochmal ein bisschen was anderes überlegen. Nämlich sagen, wir gehen... Ich muss jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Wir gehen hier lang. Dann könnten wir hier anschließen. Dann könnten wir das Wasser noch bis hierhin ziehen. Also könnten wir dann da versorgen. Aber wir könnten hier trotzdem noch mit einem Feld raus. Und könnten da auffüllen, ja. Das ist der Way. Das ist der Weg. So, dann können wir nämlich da auffüllen und können erstmal hier unten auffüllen. Und dann gehen wir hier unten nochmal ein schönes Stückchen rein. Und jetzt haben wir noch 22. Einen haben wir jetzt noch. So. Und dann haben wir die Flachsfarm angeschlossen und haben damit die 2 hier überflüssig gemacht, beziehungsweise haben die beiden ersetzt.
einfach da drüben. Okay, und jetzt habe ich, glaube ich, gerade die Generalstraßenverbindung gekappt. Was vielleicht nicht so das smarteste Move war. Führen wir hier einfach einmal... Nee, führen wir nicht direkt am Wasser lang, sondern wir führen es schön an der Stelle, wo das Wasser jetzt gerade nicht ist. Ach, guck mal, hier ist doch supi. Hier ist jetzt kein Wasser. So, führen wir einmal hier lang. Das sparen wir uns. Das hier können wir uns jetzt auch sparen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dem gewonnenen Platz hier? Ich habe eigentlich keinen Nerv, das alles wieder umzugestalten. Deshalb sind wir jetzt einfach sehr pragmatisch und füllen es einfach einmal auf. Und dasselbe machen wir zur Schönheit mal mit hier dieser Brachfläche und füllen die auf. Wir werden zwar immer sehen, dass da was nicht stimmt, aber wir wissen ja, dass da was nicht stimmt. Insofern alles gar kein Problemchen. Okay, ja. So, heute in der Folge haben wir hauptsächlich hier ein bisschen Umbauten betrieben, weil ich gerade sehe, hier existiert jetzt die Mauern, ach die Mauer, die Brücke nicht mehr. Die müssen wir natürlich noch anschließen. Oh, Mulching nochmal. Sehr schön. Ja, wir haben hier jetzt einiges umgebaut auf Taburime. Außerdem haben wir unsere Gelehrten ein bisschen vorangetrieben und da werden wir beim nächsten Mal wieder ansetzen und natürlich gucken, dass wir auch auf die 1000 zugehen, um weitere Bedürfnisse freizuschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Dienstag in der nächsten Folge Anno 1800. Bis dann. Ciao.